Servus, Mami. Servus, Mami. Habe ich schon die ganze Zeit gewartet. Und da gibt es leckeres Marasch-Eis. Das ist türkisches Eis und Isai kennt das nicht. Das schmeckt irrsinnig gut und das Lustige ist, wie sie es servieren. Und sie werden jetzt Isai extrem flashen. Ne diyorsun abi? Ne olsun sen çikolata olsun mu? Evet. Çikolata olsun abi. Çikolata. Evet. Al bakayım prenses gel. Yaklaş. Buyurun. Evet. İzaya şaka yapıyor. Buyurun. İzaya abi dedi ki şaka yapmadı. Şaka yapmıyor mu? Anne de şaka yaptı. Üzaya bak anneye çok mu? Jetzt ist Ona dran. Bei dir ist kein. Was so einfach? Why so easy? Why so easy? Yes, two. Was soll das? Öyle yok diye yenge. Ya genau. Buyurun. Teşekkür ederim. Buyurun. Dondurmayı. Buyurun. Şaka. Evet. Tut. Cheers. Cheers to Desire. Yes. You have a big ice cream. He gave me a big ice cream. But you see, that only happens in Turkey, not in Salzburg. And I'm hungry. Don't forget snacks. Okay. Güzel, sen iki tane mısır yedin. Urschön hier, ich liebe es. Und ich muss sagen, es ist viel angenehmer jetzt, wo so wenig auf den Straßen ist. Da kann ich mit meiner Herumwadelerei bequem gehen. Ich gehe wirklich sehr langsam. Ist es anstrengend? Es ist schon anstrengend, wenn ich ehrlich bin. Also ich bin, wie gesagt, in der 32. Schwangerschaftswoche. Ich weiß nicht, ob ich das jedem empfehlen würde, so einen Städtetrip zu machen. Es wäre ja was anderes, wenn wir so einen All-Inclusive-Urlaub machen würden. Mit Pool, wo man halt nur von Hotelanlagen... Oh! You transformed! Yeah. Transform activate. Wo man basically nur von Zimmer zum Pool ein paar Minuten gehen muss, anstatt hier so in der Stadt in der Hitze rumzugehen. Aber das wäre halt nicht, was wir wollen, oder? Nein. Das wäre uns ein bisschen zu langweilig. Obwohl das auch jetzt unser erster Urlaub ist mit... er ist kein Kleinkind mehr, oder? Kein Kleinkind noch? Nein, er ist ein kleines Kind, aber kein Kleinkind. Er ist ein kleines Kind. Jetzt, wo wir mit einem kleinen Kind unterwegs sind, nicht mehr Kleinkind, hat das schon einen Vorteil, so ein All-Inclusive-Urlaub. Deswegen versuchen wir für morgen etwas Cooleres für Isaiah zu finden. Ein Spielplatz, also ein Städtetrip im Sommer ist echt nicht zu unterschätzen, aber wir gehen es halt wirklich sehr langsam an. Und ich liebe es einfach, es ist so schön hier in Istanbul. Und überall gibt es leckeres Essen. Ich sehe gerade den nächsten Gözleme-Spot. Er will unbedingt planschen, aber wir wissen nicht, wo wir planschen können. Das Wasser ist zu tief, deswegen machen wir
nehmen eine Wasserflasche, machen ein kleines Loch rein und planschen! Ah! Sind wir Japaner? Sind wir Japaner? Ja, was? lecker. Baba ist thirsty. Oh süß. Und dann sieht der Max halt erfinderisch. So, wir sind jetzt gerade am Hafen, am Meer, und die Seier spielen. Und es ist, wie gesagt, wieder mal sehr erfinderisch. Wir fragen jetzt, ob wir angeln dürfen. Oh, you wanna go fishing? Do you know how to do it? Wir müssen zu tun, ne? Gibt's genug zu tun? Baba da bak, baba da bak. Çevir. İzey, ne yapıyorsun sen? Balık mı tutuyorsun? Çevir, devam, devam. Oh, İzey! İzey, kaç tane balık? 3 tane tam. Dur, bırak. Bak İzey'e bak. Bak balık. Bak balık. Aferin. Aferin sana. Süper yaptın. Dur sen bırak abicim azıcık, o kendisi alsın, bırak. Genç. Evet. Bırak. Çok balık tuttun. Kaç tane balık tuttun? Böyle. 5 tane. Evet. Er hat wirklich Fische gefangen. Er hat sie rausgezogen und da sind Fische gekommen. Dann hat er sie genommen und hat sie in die Flasche getan. Voll lieb, dass sie das mit ihm gemacht haben. Das liebe ich hier. Sie sind kinderfreundlich einfach. Isai, that was your first real Mommy, fish. Can you open, I'll open it? Yeah. Mommy, I'm fishy. You're fishy? Can I smell? Yes. Oh, fishy! You need to wash your hands! So, servus Mamis, wir sind jetzt gerade im Taxi. Isai ist eingeschlafen. Ich glaube, ihm hat das Fischen die ganze Kraft geraubt. Riesig Spaß gemacht. Es ist eh gut, ich bin auch jetzt richtig müde. Wir haben jetzt die ganze Zeit nach einem Mante-Restaurant gesucht. Die Sache ist, was ich irgendwie nicht verstehe, bei manchen Restaurants kann man sitzen draußen, bei manchen ist alles nur Takeaway. Und hier in dieser Gegend ist einfach alles Takeaway, obwohl sie überall Sitzplätze haben. Aber ja, dieses eine Mante-Restaurant ist eigentlich das Beste und die machen leider nur Takeaway. Aber auch kein Problem, ohne holt gerade 2 Portionen. Und wir werden uns dann einfach wieder am Hafen irgendwo gemütlich hinsetzen und dort dann essen. Ja. Das sind die Takeaway-Essen. Yes. Da gibt es gerade ein Hip-Hop-Video-Dreh. Hier werden wir essen. Cheer, ready? Hast du Hunger? Ich liebe dieses Entertainment hier. Genau, und bei mir volles Entertainment. Mit Rappern aus München anscheinend. Geil. Wir haben Mante, gekochtes Mante und. Muss schon länger zeigen. Und, also ja, gekocht und einmal frittiert. Mit Joghurtsoße und Tomatensoße. Und ja, that's it. Und Nachspeise gibt es dann auch. Und Nachspeise gibt es noch, genau. Okay, legen wir mal damit los. Legen wir los. Isai schläft hier im Schatten. Perfekt, oder? Ah, super, besser. Gut, chillig essen. Rap-Konzert noch dazu hier. Ja.
çok güzel. Bravo. Çok güzel. Promise, wir sind wieder zurück. Ich habe euch vergessen, eine Roomtour zu zeigen. Is that with your dirty clothes? No, no, no. Come, get down. We change clothes. Ich zeige euch das Zimmer. Also hier ist die Türe. Da kommt man rein. Ein kleinen Tisch. Kleine Bombisto. Ich vergesse immer, wie schwanger ich bin. Ordentlich. Dann ist hier der Schlafbereich. Da ist die erste Terrasse. Das hat so alles so ein bisschen so ein French-Style. Und da hinten, da ist auch der Galata Tower. Da waren wir heute in der Früh. Da ist unsere zweite Terrasse. Dann hat er noch ein zweites Bett hier reingestellt für Isaiah, damit er auch hier in Ruhe schlafen kann. Aber ich glaube, Isaiah schläft über uns. Ein kleiner Kühlschrank, Kleiderschrank, wie gesagt, nochmal eine Terrasse und ein Badezimmer. Ja. So viel dazu und tschüss. Einen wunderschönen Montag, schöne Grüße aus Istanbul. Wir haben jetzt eine neue Woche. Wir haben jetzt unseren Kaffee getrunken. Wir spazieren jetzt einfach vom Hotel. Die Gassen runter sind sehr steil, deswegen machen wir es ganz langsam. Und wir haben beschlossen, heute es langsam anzugehen, weil die letzten zwei Tage waren schon actionreich genug. Das heißt, wir gönnen uns jetzt Frühstück, Gözleme, endlich. Fahren mit dem Taxi hin. Genau, und spazieren einfach einmal. Why? Why? Stop. Aferin, hadi gel içeri girelim. Isai hat mir schon auf dieser Reise mindestens 20 Mal die Freundschaft gekündigt. It is what it is. Ich habe leider kein Geld zu bestechen wie Ono. Wir sind gerade eingekommen im Gözleme. Das war schon irrsinnig lecker aus. Urangenehm. Wir werden uns dann hinsetzen. Wir haben jetzt was zum Essen bestellt hier in Yiğitofram. Wir haben bestellt einmal einen Gözleme und einmal Pastırmalı Yumurta. Und Isaiah macht wieder 100 Fotos mit deinem Handy. Ja. Ich schwör's, also es ist ganz anders, jetzt mit Isaiah auf Reisen zu gehen. Wie bis waren wir auf Weltreise mit ihm? Da war er eigentlich noch ein Kleinkind. Konnte aber halt nicht wirklich viel reden und war. Ist noch langsamer als ich jetzt gegangen. Ja, viel einfacher. Also viel einfacher, weil er hatte noch nicht so viele Bedürfnisse wie jetzt. Weil jetzt will er entertained werden und es braucht schon ein bisschen mehr Mühe als wie einfach nur ein Kleinkind. Gestern wollte er zum Beispiel die ganze Zeit nach Salzburg. Keine Ahnung, wie wir das machen sollen hier aus Istanbul. Aber ja, es hat auch schon so einen Vorteil. Die Freude. Also wenn wir dann etwas machen, wie zum Beispiel das Fischen gestern, dann ist er unhappy und wir sehen halt voll auch den Ausdruck und erinnert sich daran und spricht auch am nächsten Tag darüber. Ohne für sich bestellt, ich kann das leider nicht essen, weil das sind Sunny Side Up Eggs. Das muss bei mir als Schwangere ganz durch sein. Pastırmalı Yumurta. Genau, aber du isst es. Und wie ist es? Super. Das ist gefüllt mit Schafskäse und noch einer anderen Käsesorte. Manchmal ist auch Spinat dabei. Man kann es auch mit Fleisch essen, aber ich habe es ganz simpel genommen heute. Man kann nicht abwarten. Enjoy. Wir sind jetzt gerade beim Park und Isaiah darf jetzt schauen. Isaiah, görmek istiyor musun parkı? Bak yukarıda görüyor musun? Köpek var, bak. Up there, look. Aha. Aha. Seviniyor musun? Gidelim mi oraya? Oldu, hadi gidelim. Aha.
So wenig, um glücklich zu sein. Also. Ja, ey. Mami, the baby's gonna come too. The baby's gonna come too? Yes, light. Ui. This one is fast. This one is fast. Ich finde es so süß, wie er schon seinen Bruder überall mit einbezieht und sagt, dass das Baby ja auch rutschen muss, wenn es dann da ist. So cute. Wie gesagt, heute machen wir ein Entspannungsprogramm. Und dann werden wir am Abend uns Verwandten treffen. Seine Cousine und Cousin leben hier in Istanbul. Da werden wir schön essen gehen. Dann morgen an unserem letzten Tag hier in Istanbul gibt es dann wieder volle Action. Wir gehen auf eine Boot-Tour und all das. Jetzt hat es begonnen zu regnen. Alle laufen. Und wir haben unsere Regenjacke hier. Es regnet so stark ohne. Oh oh. Warte. Wir alle laufen. Oh mein Gott. Denn. Wir werden jetzt hier Abendessen gehen. Ich sage, wait. Das sind viele Stufen. Aber wir treffen jetzt Omas Cousin und Cousine. Die haben Isaiah noch nicht gesehen. Die haben wir das letzte Mal, als wir in Istanbul waren, auch getroffen. Und da war Isaiah in meinem Bauch. Und ja, jetzt ist das nächste Baby im Bauch. Ah, das ist ein Lift. Der kleinste Lift der Welt. Der kleinste Lift der Welt. Mami, it's a funny elevator. Das ist schon, oh mein Gott, ich war noch nie in so einem kleinen Lift. Warte mal. Funny wo ist Isaiah? Wo ist er? Hier. Where are you, Isaiah? Hier Platz hast du. Ich kann nicht. Ich schwör's dir, das ist so eng. Das ist echt klar. Bist du der Bad? Hallo. Fuck. Und Platz hast du. Oh, hallo.